Also, wenn man eine Zahl hat, sei n Element natürliche Zahlen ohne die 1, wie immer, eine, das ist doppelt gemoppelt, warten Sie mal, mit der Primfaktorzerlegung n gleich, so, jetzt schreiben wir mal so hin, p hoch 1 mal e hoch 1 mal p2 hoch e2 mal p3 hoch e3 mal Punkt, Punkt, Punkt mal pk hoch ek, dann ist die Mächtigkeit der Teilermenge von n. Na, wie viele Teiler gibt es? Wie groß ist die Mächtigkeit der Teilermenge von n? Ist gleich e1 plus 1 mal e2 plus 2 mal Punkt, Punkt, Punkt mal ek plus 1. Ja, oh Gott, plus 1 natürlich nicht plus 2. So, ne? Jeden Exponenten nehmen, 1 draufzählen wegen der 0 und alles schön miteinander multiplizieren, habe ich die Mächtigkeit der Teilermenge. Sie erinnern sich, diese Schreibweise mag man nicht so gern mit dem Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Bei der Summe hatten wir schon mal gehabt. Wir mochten nicht 1 plus 2 plus Punkt, Punkt, Punkt plus n schreiben. Da haben wir das Summenzeichen eingeführt, dieses große Sigma. Beim Produkt, also Summe, Sigma, beim Produkt nimmt man folgendes Zeichen. So ein großes Pi. Wenn ich diese Zeile nochmal hinschreibe, kann man auch so schreiben. N ist gleich das Produkt von I gleich 1 bis K PI EI. So. Wenn die Primzahl, diese Primfaktorzerlegung hat, also das Produkt über alle pi hoch ei von i gleich 1 bis k, ja, so muss man sich vorstellen, dass das sozusagen alles miteinander multipliziert wird, was da drin steht. Ganz analog zum Summenzeichen, nur dass ich jetzt die Teile, die hier drin stehen, miteinander multiplizieren muss. Also wenn ich das hier ausführe, kommt das da oben raus. Und wenn ich diese Primfaktorzerlegung habe, dann ist die Mächtigkeit der Teilermenge von n gleich das Produkt von i gleich 1 bis k von ei plus 1. So. So ist es ein bisschen kompakter aufgeschrieben, gell? Jetzt habe ich gleich das neue Symbol hier eingeführt, wenn man so ein Produkt schreiben will. Manchmal schreibt man das auch folgendermaßen. Das hier. Man weiß ja gar nicht so genau, was ist k. Ja? Also wenn ich meine Primfaktorzerlegung habe, dann kenne ich mein k, weil ich weiß, wie viele Primfaktoren, also wie viele verschiedene Primzahlen Primfaktoren sind. Man kann es aber auch folgendermaßen machen. Ich sage, eine Primfaktorzerlegung einer natürlichen Zahl ist hier wieder, ich nehme eine Primzahl hoch ihrem Exponenten. Und, naja, ist das gut? Warte mal. Ich mach's so. Ich nehme meine Primzahl aus der Menge aller Primzahlen. Also ich gehe alle Primzahlen durch, kann man so schreiben, ein Produkt über alle Primzahlen. Und ich nehme die Primzahl und hoch ihrem Exponenten für diese Zahl. Ich kann alle Primzahlen nehmen
Na, wenn ich das so hinschreiben würde, wäre das folgendermaßen, dann wäre das 2 hoch dem entsprechenden Exponenten der 2 mal 3 hoch dem entsprechenden Exponenten der 3 mal 5 hoch dem Exponenten der 5 und so weiter mal 7 hoch dem Exponenten der 7 mal und so weiter und weiter und alle Primzahlen hingeschrieben. So, wenn ich jetzt eine konkrete natürliche Zahl habe, dann hat die natürlich eine Primfaktorzerlegung, wo nicht alle Primzahlen drin vorkommen, sondern ab irgendeinem Punkt ist der Exponent halt 0. Ne? So mal 11 hoch 0, mal 13 hoch 0 und so weiter und so weiter. Das heißt, eine Primfaktorzerlegung kann ich angeben als das Produkt aller Primzahlen mit entsprechenden Exponenten und bei bestimmten Primzahlen oder bei jeder Menge Primzahlen ist der Exponent gleich 0. Dann kommt 1 raus und dann kann man das hinten wegfallen lassen und dann hat man nur noch die Primfaktoren, die tatsächlich relevant sind, also deren Exponent größer ist als 0. Okay, gibt es an der Stelle noch Fragen? Ja. Wenn ich jetzt von 3600 das Assendiagramm zeichnen will, mache ich dann praktisch eine neue Achse, die praktisch identisch ist zur Achse von den 2, also nach unten. Nach unten dürfen wir nicht gehen. Also die Frage ist, was mache ich mit dem Hasse-Diagramm der 3600? Das ist eine sehr gute Frage. Mit 3 Primfaktoren. Nach unten dürfen wir nicht gehen, weil nach unten bedeutet ja, also die... Okay, man könnte die... Ja, das könnte man machen. Man wird aber Schwierigkeiten trotzdem kriegen, wenn man jetzt nach unten gehen würde. Du könntest mal probieren aufzuzeichnen, man macht es anders. Ja? Ja? Genau. Sie können sich das so folgendermaßen vorstellen. Sie haben, Sie können das hier flach auf den Boden legen, Batsch. Ja? Dann haben wir hier unten in diese Richtung beispielsweise oder von Ihnen aus gesehen, in diese Richtung die Zweierpotenzen und in diese Richtung die Fünferpotenzen. Und jetzt gehen wir sozusagen ins Dreidimensionale und nehmen die Dreierpotenzen in den Raum hinein. Und dann gibt sich ein dreidimensionales Gitter, dass man durchaus auch zeichnen kann, oder zumindest ansatzweise. Ich kann Folgendes machen, oder ich deute es mal an. Ich deute es mal für die Zahl 30 an. Das ist 2 mal 3 mal 5. Also nur mal jeweils mit einem Exponent, mit Exponent 1. Ich habe hier die 2, da die, keine Ahnung, 5. Dann habe ich hier schon mal Folgendes, dann habe ich hier die 10. Und jetzt müssen Sie sich das dreidimensional vorstellen. Das hier liegt jetzt mal auf dem Boden. Und jetzt gehe ich ins Dreidimensionale, dadurch, dass ich jetzt hier die 3 einfüge. Hier die 6. Hier die 15. Und da die 30. So. Naja, bitte? Sowas müssen Sie nicht zeichnen. Na, dreidimensional schon. Das müssen Sie hinkriegen. Und jetzt können Sie es halt, wenn Sie jetzt... wenn Sie jetzt bei der 3600, na gut, wenn Sie 3600 machen, dann müssen Sie es einfach nur in die entsprechenden Richtungen fortsetzen, ne? So, aber eins ist klar, also bis dreidimensional kann man noch zeichnen. Okay, bis 4, 5 dimensional kann man sich vielleicht noch vorstellen, aber nicht mehr zeichnen. Ja, also es gibt da Grenzen der Zeichenbarkeit. Aber letztlich kann man sich abstrakt vorstellen. Ne? So ein Hasse-Diagramm mit 4 verschiedenen Primfaktoren, grundsätzlichen Primfaktoren, ist halt ein vierdimensionaler Quader. Ja, okay. Noch weitere Fragen, ja? Ich verstehe noch nicht ganz, wie es zu dem Exponent 0 kommt. Achso, wie man hier zu der 0 kommt. Naja, Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine natürliche Zahl haben. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal die 3600. 3600. Sie wollen deren Primfaktorzerlegung darstellen. Dann können Sie sich ja vorstellen, Sie schreiben einfach mal alle Primzahlen auf, die es gibt. Alle.
2 mal 3 mal 5 mal 7 mal 11 mal 13 mal 17 mal 19 und so weiter. Ja? Und jetzt überlegen Sie sich, was muss hier an den Exponenten stehen? Hier muss eine 4 stehen, da muss eine 2 stehen, da muss eine 2 stehen. Dann sind wir schon bei 3600. Also muss bei allen anderen eine 0 stehen. So. Und letztlich ist das ja jetzt noch nicht die Primfaktorzerlegung, weil bei der Primfaktorzerlegung dürfen ja keine Einser mit dabei stehen. Ja? Letztlich fallen aber natürlich alle Primzahlen weg in der Primfaktorzerlegung, deren Exponent 0 ist. Okay?